Hallo und herzlich willkommen zurück bei Going Medieval. So, den dritten Tag vom Frühling haben wir. Und jetzt schauen wir dann einmal. 20 Lehmziegel haben wir, das ist nicht viel. Achso, 20 haben wir gelagert. Warte mal, halt. Haben wir irgendwem, dem wir sagen können, du machst Hausmeister? Emser eigentlich. Zimmerer können wir jetzt erstmal hinten anstellen. Nach dem Anpflanzen macht der Zimmermann. So, die Lilo schläft noch, die ist noch müde. Ja, eigentlich nicht. Okay, sie bleibt trotzdem noch liegen. Gut, ist ihre Freizeit. Wie sie mag. Ganz wie sie mag. Misch mich da nicht ein. Die essen nicht einmal in der Halle. Ja. Jeden schläft, trinken. Lilo schläft immer noch. Lilo, magst du nicht denn langsam aufstehen? Ja, offensichtlich nicht. Die hat keine Bedürfnisse, also bleibt sie liegen in der Freizeit. Eieiei. Leonard geht Gärtnern. Crow hungrig. Leonard, könntest du einmal das machen? Ginevra, könntest du einmal das machen? Und Cassie, könntest du einmal das machen? Und Emsa, könntest du einmal einsammeln? Ah, das macht Lilo, okay. Essi anschmeißen auch. Das macht Pezi. So. Emser, weil ich dich gerade hab. Wenn du fertig bist. Danke. Ginevra beschafft Ressourcen für was? Oh, für die Ziegelei, okay. Gärtnert. Okay. Pizzi ist super fleißig, das ist gut. Lilo baut. Mist, warum ist Lungen ist nicht gut? Lehmziegel werden schon. Das ist hier bald fertig mit den Bäumen. Wir fangen hier unten endlich an, das ist gut. Hast du schon den zweiten Stock? Ah ja, okay. Leinhards Botanik ist jetzt auf 28, das ist gut. Auch schon tut's gut, die Ziegeln.
Okay. Ah. Ich hatte gedacht, die baut vielleicht zuerst das Erdgeschoss, aber das ist ja wurscht. Die baut, was geht. Gut, auch okay. Wo sind die anderen? Ach so, jeden. Okay, hungrig. Sie haben schon wieder Freizeit. Wie geht's euch, meine Kleinen? Deine Stimmung ist ganz gut. Deine geht gerade runter, wieso? Vermisst Unterhaltung? Ja, dann geh dich unterhalten. Dir geht's gut. Dir geht's gut. Ist hungrig und der betet. Okay. Okay, dann könnte ich jetzt hier noch einmal Ziegel anschmeißen, wenn ich das richtig sehe. Wenn sie fertig sind. Reinhard, kümmere dich darum. Emsa, kümmere dich darum. Genitra, okay. Geht sie, okay, passt. Dann kann ich Lilo schneller bauen. Und gibt schneller ein schöneres Haus. Mit ein paar mehr Betten. So, Leinart? Nein. Du sollst es auch noch machen. Du auch. So, dann kann ich Lilo weiterbauen. So. Gut, hier seid ihr dann gleich fertig. So, Peti tragt nach unten, das ist gut. Hilo baut. Oh ja. Die beschafft sich wieder Bauressourcen. Ja, leider gibt es das nur zweimal am Tag. So, da hinten sind sie fertig. Gut, jetzt müssen alle aufs Feld gehen. Ich habe mir gedacht, das ist noch einen Tag, aber ich brauche wohl doch noch ein bisschen. Geht sie trägt, das ist gut. So, wir könnten jetzt dann da unten die Bauaufträge abbrechen. Ja. Abbrechen. Hier auch. Weil jetzt im Frühling und Sommer kann man es oben bauen lassen. Wie Ginevra geht schreiben. Nichts mehr zum Tun, Tätigkeiten. Gut, dann geh anpflanzen. Hilf mit. Lilo baut, das schaut gut aus, es wird was. Dann könnten wir nämlich anfangen. Hier mal Steiner. Das hier mal wegzumachen. Ja, heute eh nicht mehr, heute geht's schlafen, ich weiß.
Jetzt fehlen noch 3, 6 Reihen quasi. Der Rest dürfte soweit wie fertig sein. Ich glaube, es hätten kleinere Felder auch getan. Na, das übersteht ja schon. Lustig, dass sie die Einrichtung baut. Ne? Ist da zuerst einmal das Gerüst rundherum? Noch irgendeine Arbeiten? Der Leonard auch? Vielleicht kriegen wir noch ein drittes Mal hin. Mist, nein, sie gehen doch schlafen. Na gut, dann geht's schlafen, ist okay. Hat's aufgeklärt, dann geht's schlafen, hopp. Leben haben wir 2000, ja, das, da haben wir genug. Dann haben wir halt keine vorrätig. Zweige haben wir jede Menge. Holz haben wir immerhin auch noch 800, das heißt, die haben nur 1000 verbraucht. Emsa ist heute 32 geworden. Ich glaube, darüber würde sich freuen, ja. Emsa, du hast eine Verjüngungskur gemacht. So, wen haben wir da? Genedra. Aha. So geht's denn alle hungrig ins Bett, hä? Guten Morgen. Geht sie geht lieber beten? Trinken, trinken, hungrig, okay. Was macht der Leonard jetzt? Beten gehen, Emsa geht gärtnern, damit ist Emsa ein Opfer. Hungrig baut. Lilo, mach erstmal das da. Die anderen sind alle noch mit der Freizeit beschäftigt. Crow geatmet. Dann kann ich Lilo schneller weiterbauen. So, jetzt dürft es da. So, was macht PC? Transportiert zum Lagerplatz, okay. Jetzt habt ihr es doch fast, ha? Die paar Felder schafft's noch. So. Sehr gut. Dort wieder irgendwo oben. Ah ja. Ja gut.
Ja, die Ziegelsteine gefallen mir. Na bitte. Jetzt sind das wirklich gleich gut. Ezi transportiert zum Aha. Ezi, könntest du wieder Bergbau an erste Stelle setzen? Genau. Und dazu haben wir eh schon vorne Cassie dann auch. Ah, jetzt macht es das noch schnell fertig. Lilo hat jetzt 28er Baufähigkeit, das ist sehr gut. Na, es wird doch. Vielleicht kriegen wir so ein hübsches Gebäude dann auch noch die andere Seite hin. Die baut, das ist gut. Leonard schneidert. Die sind fertig. Gut. Also können wir das wieder auf 2 geben, das können wir wieder auf 3 geben, können wir hier wieder auf 4 geben und das können wir hier auf 2 geben. Ist okay. Ernten ist eindeutig Leonard Spezialität. Eigentlich ist das alles eins. Ein Efeu-Strauch, okay. Auf dem Holzweg. Sie wurde schwach blutend von einem Bürger von Danushausen gefunden. Nach der Axt und dem zerbrochenen Holz zu urteilen, hatte Emma eindeutig einen Unfall beim Holzfällen. Würdest du sie aufnehmen? Ja, wir nehmen sie auf. Oh. Könnte sie irgendwer abholen? Pizzi? Nee, du schaffst Jessie. Könntest du sie bitte mitnehmen? Wo ist sie überhaupt? Scheiße, das ist ja über die halbe Karte. So, und jetzt haben wir ein Problem, wir haben zu wenig Betten. Wir bräuchten jetzt schon ein Bett. Ich hatte gehofft, das dauert noch. Ich habe keine Ahnung, wo wir es hinstellen können. Können wir das da herstellen und es kommen auch alle rein? Lilo, ich weiß, du betest. Na, warte mal kurz, bis sie fertig ist. Unterhaltung genießen, ausnahmsweise, aber nur weil es das du bist. Bau mir bitte das Bett als erstes. So, transportiert zum Lagerplatz. Nein, du gehst jetzt produzieren. Jessie, du kannst gleich weitermachen. Und Ezi, du machst das hier. Bleibst du da? Hessi, netter Versuch. Aber irgendwer muss es ja auch machen. Emma ist super brav, der weiß, was ich als nächstes wollte. So, wo ist denn die Emma jetzt? Autsch, du hast noch einen ganz schönen Weg vor dir, meine Liebe.
Wir haben auf jeden Fall jetzt noch ein Bett dazu. Ich habe keine Ahnung, wo sie dann runterkommt, da hinten. Und von da. Da gibt es nur einen Weg runter. Gib mir das nochmal auf. Und das da. Machen wir so. Leinart, wenn du schneiden magst, du könntest auch hier. Und das da könntest fällen. Und die hier auch. Aber da brauche ich mir dann auch wieder wen, der es zum Lager bringt. Ah, die Emma ist da. Ginedra, könntest du... Okay, nein, kannst nicht. Die Emma ist hungrig. Die Lu ist ja fleißig. Das wird dann gleich euer schönes neues Wohnquartier. Sehr gut, was haben wir? 2, 4, 14 Grad haben wir. So, was hatte ich denn hier beim Zerlegen, Bearbeiten? Schwach bis gut. Von allem. Okay, das war aber das Metall. Alle schwach bis gut. Okay. So. Genau, hier hatte ich die Sommerkleidung ausgenommen. Weil ich zu wenig Kleidungsmaterial habe. Ja, habe ich zu wenig. Aber bei Hüten kann ich schon ein bisschen mehr wollen, ja? Endlich, dein ist noch Stein. Schlaft's gut, meine Kleinen. So, angebaut ist alles. Das ist super. Wir haben auch ein bisschen, ja, in der Ziegelproduktion geht's auch voran. Gut, die Betten nebeneinander stören gar nicht, das ist schon mal gut. Und unsere Emma, also, das ist nicht weiblich, nein, das ist nicht. Weißt du was, machen wir mal folgendes. So, Silberwolf. So. Sie können ja eh keine Kinder kriegen, also ist nicht so schlimm. Oder? So. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich sage tschüss, ciao und baba.